Hallo! Willkommen! Seid gegrüßt. Wir beide haben noch ein bisschen Zeit. Langeweile. Langeweile und Zeit. Langeweile Zeit. Und dachten uns, wir schauen mal ein bisschen bei KickTrack vorbei. Ist eine ganz interessante Internetseite, auf der man so ein bisschen mitplotten kann, was so die Top 10 der Kickstarter sind, die gerade auf Kickstarter.com unterwegs sind. Ja, 50% davon sind mindestens eigentlich immer Brettspiele. Mhm. Und wir dachten, wir gucken uns mal so ein paar davon an. Ja, fangen wir einfach an mit Starkadia. Ich glaube, das werde ich jetzt schon nie mögen. Was ich mal ganz interessant finde, dass man da so sieht, wenn du mal da runterscrollst. Ja. Genau, diese Estimate. Das war damals bei Conan auf jeden Fall mega witzig, als das ja so geboomt ist. Und dann schießt natürlich der Graf total in die Höhe. Über den Verlauf der Kampagne pendelt der sich dann auch recht gut ein. Aber am Anfang ist das dann immer ganz interessant. So, wow, das Brettspiel wird 17 Millionen einnehmen und sowas. Das ist ganz cool. Ja, verstehe. Was die in ihren Prognosen hier nicht drin haben, ist natürlich der Run, der so in den letzten Stunden dann abgeht. Dass dann die Leute dann plötzlich doch anfangen, oh, ich will den doch haben, den Kickstarter. Mhm. Und dann doch anfangen zu plätschen. Naja, auf jeden Fall. Hier kann man ein bisschen gucken, Daily Data. Das Daily Data war sehr lustig bei einem Kickstarter, der jetzt, glaube ich, vor 2-3 Monaten lief, wo im Nachhinein herauskam, dass das alles nur ein Fake war, dieser Kickstarter, dass da so ein paar Leute aus Pakistan, war es, glaube ich, einfach Kohle abgreifen wollten und so getan haben, als hätten sie ein komplettes Brettspiel. Und als dann das Regelwerk online gestellt wurde, hat dann einer von den Backern festgestellt, Mensch, das ist ja eigentlich das Regelwerk von Massive Darkness, nur ein bisschen umgeschrieben. Und dann gingen da wirklich die Zahlen derbe nach unten und dann konnte man hier mal gucken, wie tagtäglich zum einen hier die Pledges runtergingen, aber auch dann die Bäckerzahlen und die Kommentare, die sind natürlich nach oben geschossen. Ja. Ja, dann geht es die Seite ganz gut. Wir können auch jetzt hier über die Seite, also hier wird jetzt prognostiziert, das Ganze, läuft das gar nicht so lange? Ach, das ist so ein kurzer Kickstarter nur, Starkadia. 15 Tage, ja. 15 Tage, okay. Ja, also tendiert, weil ich denke schon trotzdem, dass sie eine Million knacken werden mit Starkadia. Also ist von Cool Mini or Not. Wir gucken mal rüber. Arcadia Quest, das ist ja nicht so dein Spiel gewesen. Nee. Gar nicht so. Du hast es geplätscht, aber gleich wieder verkauft. Ich habe es zum Verkaufen geplätscht. Aber funktioniert. Hat funktioniert. Gucken wir mal hier, Starkadia Quest. Also es ist im Endeffekt Arcadia Quest in Space. Das umschreibt es am einfachsten. Ist ja wie bei Zombieside. Vielleicht, ne? Vielleicht ist ja vom selben Macher. Wahrscheinlich dachten sie sich jetzt, ja, jetzt können wir dann ja überall in den Sci-Fi gehen. Ja. Oh. Ja, also auch wieder die verschiedenen Spielplanteile, auf denen dann die verschiedenen Gilden, in diesem Fall werden es wahrscheinlich nicht Gilden sein, ich weiß nicht, wie die hier heißen, die Teams. Corporation Teams, keine Ahnung. Ja, also ich bin auch nicht dabei, weil ich Arcadia Quest habe. Ich finde das auch ganz gut und auch Arcadia Quest Inferno. Aber Inferno noch gar nicht so oft gespielt habe, dass ich sage, ich muss jetzt schon das nächste haben. Starkadia, obwohl es ja ein komplett anderes Universum ist. Und obwohl ich heute bei Fatzenburg gesehen habe. Pass mal auf. Ich passe auf. Pass auf. Jetzt kommt's. Achtung. Da war ein Hai. Space Marauders. Ne, den wollte ich gar nicht. Optional Buys. Mal gucken, ob ich es jetzt direkt finde. Haben Sie da ist alle es. Da, hier, da, Achtung, ich zoome mal ein bisschen rein. Kannst du erkennen? Thorn Troopers. Space Troopers oder was? Na, jetzt bin ich komplett verrutscht. Da. Space Marines. Na, es ist so ein bisschen Space Marines, aber hier, das ist so ein Kampfläufer und der hier, das ist ja. Da darfst du wieder. Naja, okay. Steuerung Maus hat. In der Grundbox, also man kann hier wieder nur die Grundbox plätschen, jede Menge Figuren, weil auch die muss ich ganz ehrlich, auch die Figuren sprechen mich diesmal überhaupt nicht an, obwohl ich sonst einer immer bin, der da eigentlich sofort drauf anspringt. Aber ich hinterfrage das Ganze natürlich auch und wie gesagt, hier ist diesmal für mich nicht so wirklich was dabei. Die Monster gefallen mir überhaupt nicht. Die Helden gehen, da gibt es natürlich auch schöne, das sind noch gar nicht so viele, Stretch Goals, Tron. Wen haben sie noch dabei? Den kann ich noch erkennen. Zoom nur mal runter, scroll mal runter, dann können wir da gucken. Achso, wo die unten sind, genau. Aber hier ist noch Spock. Nimok. Ein paar Monster sind noch dabei. Ja, man kann dann etwas größeren Pledge machen mit gleich einer Erweiterung dabei. Das sieht ganz lustig aus. Ein bisschen. Wer ist das nochmal?
Mit Johnny Depp, mit dem war hier. Von dem Flying Dutchman. Pirates of the Caribbean, ne? Mm. Ja, in Space. Na gut. Optional Buys, jede Menge dabei. Build a Robot, wo man sich die Roboter selbst zusammenstecken kann. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, aber inwieweit man da dann das alles auch nutzen würde. Ja, Erweiterung. Scenery Pack, das kenne ich noch gar nicht. Das sieht ganz cool aus. Und Nayamo und Tanaka, kennst du die beiden? Was sind das? Sind das die nicht aus diesem einen PC-Spiel? Sieht aus wie von Overwatch. Okay, könnte sein. Overwatch kenne ich gar nicht so. Habe ich nicht gespielt. Naja, auf jeden Fall gewohnt, wie immer. Miniaturen dabei. Zeichenstil könnte so was anderes sein. Ja. Naja. Ihr könnt ja gucken, ob es euch zusagt. Helden dabei. Du wolltest unten bei den. Nee, war nur ein Vorschlag. Ich muss das. Das interessiert mich gar nicht. Also, wir sind diesmal raus. Ja, beide. Weg. Weg, komm. Weg. Weg mit Starkedia. Vielleicht später mal, wenn es auf Deutsch rauskommt, gucken wir uns das vielleicht mal an. Nein, dann gucke ich es mir an. Oh, das wusste ich ja gar nicht. Mach mal auf. Ja, mach mal auf. Kicktrack. Dann können wir erstmal gucken, wo die Reise hingeht. Oh, hier, wie du gerade von dir erwähnt, ne? Pfund. 5 Millionen Pfund. Allerdings, ich bin auch nicht dabei und werde auch nicht einsteigen. Weil es ist von Steamforge Games, von den Machern von Dark Souls. Ja. Ja, aber Beispiel. Die haben ja auch hier, was haben sie noch gemacht? Turtles? Hm? Nee, Turtles war nicht von denen. Hm? Nee. Die haben das aber ich mein, Guild Ball haben die das mit dem Ja, Trillantis. Das können wir können ja mal kurz gucken, was der ganze Spaß kosten soll. Das sind einmal 100 Pfund, knapp 112 Euros. Es gab ein Early Bird, da gab es halt 5 Pfund Rabatz. Und was mich halt so ein bisschen auch abgeschreckt hat, als ich die Spielplanteile gesehen habe, da sind ja, also bei Horizon Zero Dawn ist es ja so, dass die Monster auch ihre Pfade haben, die sind im Ablaufen. Die kannst du einstellen. Ja, wenn du halt Stealth machst, ne? Ja, genau. Und das findest du auch darauf. Und da habe ich schon wieder Befürchtung, dass das so ein bisschen dann ist wie bei Dark Souls, diese festen Wege, dann die Monster ihre festen Verhaltensmuster da haben. Mhm. Ja, also verschiedene Pledges gibt es, glaube ich, auch. Oder gibt es nur den 100 Pfund, 130 Dollar. Miniaturen wieder ohne Ende dabei. Sieht natürlich hier auch erstmal sehr gut aus. Alles natürlich 3D aus dem Computer als Miniatur. Muss man vielleicht ein paar Abstriche machen, aber das kennt man ja auch. Von der Hand geht, es sieht schon ganz cool aus, fängt das auch, denke ich, ganz gut ein. Aber mich schreckt halt in diesem Fall wirklich die Firma ab. Auch wenn ich denen vielleicht jetzt gerade Unrecht tue, aber ist halt. Ich dachte mir, nee, das muss nicht sein. Zumal wir jetzt ja immer noch auf Dark Souls warten. Und wann soll der Kram denn dann kommen? Das ist ja von dem Umfang ungefähr das gleiche, was sie da wieder verkaufen hier. Mit den Grundboxen und dann schon 2 Erweiterungen sind, glaube ich, dabei. The Lawless Badlands Expansion und The Sacred Land Expansion. Mhm. Oh. Gameplay, was ich auch ein bisschen doof fand, zu dem Zeitpunkt, wo man halt dann sich entscheiden musste mit dem Early Bird. Ich meine, man kann ja immer auch erst später dazukommen und später dann plätschen. Aber die haben noch nicht mal ein Gameplay-Video online. Also sie erklären das nur hier. Und hier ist das mit diesen Faden, wo dann halt die Monster langlaufen. Und ich weiß nicht, mich spricht das so okay. Nicht so ganz an. Ist das auf der Dings eingezeichnet oder was? Ja. Da, also das grenzt natürlich auch den Wiederspielfaktor irgendwie ein, ne? Na gut, du kannst natürlich die Spielplanteile auch drehen, ne? Das geht natürlich dann auch. Aber ja, das aber... Wie gesagt, die Miniaturen sehen ganz gut aus. Auf jeden Fall. Add-ons kann man natürlich auch gleich dazu kaufen. Der sieht schon ziemlich geil aus. Und das auf jeden Fall. Hm. Aber überlegen wir mal, für diese eine Figur, ich meine, ich darf mich ja nicht beschweren. Ich wollte es gerade sagen, hast du nicht Cthulhu geholt? Na gut, aber der ist, glaube ich, 72 Mal so groß. Ja, aber, ne? Was kostet der? 150 Dollar Pfund? Die eine Figur, das waren ja die 2 verschiedenen Pledges, ne? Ja, ja. An sich alles oder 150 Euro mehr und du kriegst noch die Figur dazu. Ja. Aber es ist halt Cthulhu, ne? Cthulhu geht immer. Ja. Naja, gut. Vielleicht steckst du ja wieder im Late Pledge ein bei Steamforged. Das? Nee. Wie fandst du das PC-Spiel oder das Konsolenspiel? Hab
ich glaube ich 2 Stunden gespielt, habe es nie wieder aufgegriffen. Also schlecht fand ich es jetzt nicht. Ich kann aber, ich habe das zu wenig gespielt, um mir da wirklich eine Meinung zu geben. Also ich habe schon ein paar Stunden da reingesteckt, habe es aber auch nie zu Ende gespielt, weil dann was Interessanteres kam, wo ich dachte, da stecke ich lieber mehr Zeit rein. Ist aber nicht so, dass ich sagen würde, ich würde es nicht nochmal probieren. Also es war von der Story sehr gut, die Charaktere waren gut dargestellt und die Geschichte, die sie erzählt haben, war auch ziemlich cool. Ja, man sagt, das ist jetzt Brettspiel. Ich kann es mir nicht vorstellen und war jetzt auch gerade noch kein Gameplay-Video dabei oder sowas, ne? Da war ein YouTube-Link. Dann war doch einer dabei, na gut. Mhm. Vielleicht schauen wir mal rein, oder ich guck mal rein, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Jetzt kommen wir schon, was ich mir viel eher vorstellen könnte. Ach, die Sache. Die Sache. Machina Arcana. Steht aktuell bei $92.000, 300% vom erreichten Ziel. Und mal gucken, wo die Reise hingeht. Dazu gleich mehr. Ja, das Ganze soll sein ein kooperatives Horrorspiel. Diesmal ohne Figuren, sondern nur mit Pappaufstellern, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, weil bei Figuren habe ich sonst immer so den Drang. Drang. Die Figuren müssen ja auch bemalt werden, obwohl es ja totaler Quatsch ist. Werde ich auch niemals schaffen. Und deshalb hier sind Pappaufsteller dabei, aber das Ganze halt auch so ein bisschen Dungeon Crawler, kooperativ und, vielleicht auch für dich was, Florian? Steampunk. Ja. The Cooperative Steampunk Horror Game. Eigentlich alles drin. Und für 1 bis 4 Spieler. 1, 4. Was? Ja. Das sieht eigentlich super interessant aus. Von der Machart. Man hat sogar hier so einen Mechanismus drin, dass man Karten hat und die mit anderen kombinieren kann. Mal gucken, ob das irgendwie dargestellt ist. Die haben unten so Konnektoren quasi, aber halt nur grafisch dargestellt, nicht wirklich, dass man die dann aneinander klippen kann. So ein Pfeil drauf oder was. Ja. Gibt zum Beispiel auch bei Kingdom Death Monster, wo du dann dadurch Zusatzfähigkeiten freischalten kannst, wenn du dann alle Verbinder damit dran hast. Das Tolle halt auch, wenn die Figuren halt nicht dabei sind, ist, der Preis ist natürlich deutlich geringer im Vergleich zu den Brettspielen, wo man halt Figuren dabei hat. Zum Beispiel hier kostet die Grundbox 50 US-Dollar, 43 Euro. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Ist das Europa-friendly wieder? Gucken wir einfach mal. Stand das oben noch gar nicht drüber. Finde ich immer albern, wenn die das nicht ganz nach oben packen. Was war da was? Game Reviews. Ne, Game Reviews gibt's schon. Unten muss es ja eigentlich stehen. Ja, das ist ja. Weiter. Friendly Shipping, ja. Customs and Duty Free Shipping. Und was zahlen wir noch? Über $15 hat das eigentlich im Endeffekt auch, ne? Oder kann man eigentlich. Ja, bin ich kurz versucht. Entschuldigung, wenn wir hier so schnell scrollen. Mir das mal ein bisschen näher anzuschauen. Weil kooperativ. Finde ich immer gut. Horror auch. Und Steampunk auch. 3 Kriterien erfüllt von 15 und 2. 150 Items. 60 Events. 13 Jahre. Das klingt jetzt erstmal wenig. Allerdings sind die hier so anscheinend in Kapitel unterteilt. Ne? Das heißt, immer 4 Chapter pro. Und vielleicht gibt es dann ja auch verschiedene Vorgehensweisen für jedes Szenario. Ja. Aber so, was ich vorhin schon mal kurz beim kurzen Durchschauen sehen konnte, ist auch ein bisschen storylastig wieder, also ein bisschen eine Geschichte, die auch erzählt wird. Das gefällt mir aber persönlich ganz gut, wenn da eine Geschichte dabei ist. Ja. Achso, das ist dann wahrscheinlich schon eine Erweiterung, The Beast. Ja. Premium Game, alle Expansions dabei. Ja. Da schaue ich auf jeden Fall mal rein. Mhm. Wenn es mir gefällt, dann mache ich vielleicht auch noch ein kurzes Video dazu, wo ich das ein bisschen näher vorstelle. Gut, sonst war da, glaube ich, nichts dabei. Nö. Wir wollten auch nur ein bisschen die Zeit totschlagen. Genau. In diesem Sinne. Achso, ist schon vorbei? Ja, wolltest du noch was gucken? Wir können ja noch die Queen Games Essen Releases. Was haben die denn da vor? Apropos Essen, wir fahren dieses Jahr auch hin. Gehen wir essen? Mhm, wir gehen essen. Nice. Gehen essen. Wir fahren auf die Spiel in Essen, das wolltest du sagen. Richtig. Das stimmt. Wir gehen essen. Das ist ein guter Titel für das Video, ne? Wir gehen essen. Hm.
Und das ist jetzt keine Cloud von euch. We are so excited to announce our three brand new titles. Achso, okay. Die kann man dann wahrscheinlich im Essen abholen oder so. Als Bundel. Als Bundel. Release Bundel. Ja. Gut. Nö. Wann soll es das von unserer Seite aus gewesen sein? Also ja, wir fahren nach Essen. So, ich glaube, andere Leute machen dafür ein extra Video oder so. Ja. Aber bei uns ist es ein Nebensatz. Wenn ihr auch da seid, können wir mal, weiß nicht, Hallo sagen. Ihr dürft uns ruhig ansprechen, wir beißen nicht. Ich bin sehr schüchtern, tatsächlich. Mhm. Ich auch. Okay. Ja, keine Ahnung, ist fertig, oder? Ja. Ja, in diesem Sinne. Wir hoffen, dass wir euch nicht eure Zeit geklaut haben. Also den dritten gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an, den dritten Kickstarter. Den hier, Arcadia-Dings. Nein, aber den nicht Arcadia. Ich sag nicht so, Arcana. Arcana. Yes. Machina Arcana. Ja. Details. Namen sind schon drauf. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.